Howdy Leute und herzlich willkommen zurück bei Alan Wake. Wir haben ein paar Manuskriptseiten zu lesen. Thomas Sane Schriften auf sein Assistent. Und sein Assistent. Sane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Hartman sieht, wie Wake fällt. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the writer hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning, even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Also dieser Hartman wollte uns schon die ganze Zeit irgendwie ans Leder. Fehlende Seite, haben wir nix. Ich hab 6 Schuss, Leute, und keine Taschenlampe. Ah, überall diese komische Flecken. Au, das war der falsche Weg. Oh oh. Ah, schwebendes Mobiliar, Hilfe! Wow, Ghostbusters! Possessed bookshelves out of my way. Who you gonna call? Okay, ich brauche irgendwo eine Taschenlampe. Taschenlampe. Ah, ich habe den Schlüssel für den Generator. Natürlich. Ich glaube, ich gehe lieber den anderen Weg. Au! Was war denn das? Ein Holzbrett oder was? Was? Ah, Leuchtfackel. Ja, das Spiel wird von Level zu Level geiler irgendwie. Teddybär! Brenn, du Ketzer! Ist das dann ein Ketzerbärchen? Ich weiß es nicht. Manuskriptseite. So ein Zufall. Hartmans Auftrag. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here. Damaged in ways that were hard to describe. Or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction. To be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Das für eine komische Werbung. Japaner, schnelle Autos. Mustang Drifto. Achimeda. Want access to thousands of applications? Verizon Wireless has you covered. Check out the latest games. Discover new music and old favorites. Social networking, sports scores, news. It's all at your fingertips. No matter what you're into, Verizon Wireless can satisfy your never-ending appetite for apps. Check out VCast apps and load up your phone. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Werbung geschaut in der Episode. Ah, was ist jetzt wieder?
An den Fenstern klebt der ganze schwarze Rotz, ja. Danke, gespenstische Kugel, dass du mir den Weg geebnet hast. Wow! Aber jetzt reicht's, ja? Aua. Ausdrücken. Komm! Au! Ja, komm mal, jetzt blöd. Ah! I'm here! Barry! Gib mir die Taschenlampe, du Bastard! I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al! Oh God! Look at the house, Al! Look out! Wow. Ah! Reichen Zugteile nicht, oder? Müsste jetzt auf Säule auf sein, Säulen. Die Dinger sind so dermaßen unberechenbar. Steht noch was, das will ich haben. Das sieht aus wie ein Thermostat. Oder Thermoskanne, wie auch immer. Thermosflasche. Ein Thermobehälter, um Sachen warm zu halten. Wie Suppe zum Beispiel. Gott, sieht das geil aus mit dem ganzen schwarzen Zeug da oben. Überall blitzt es. Batterien. Das wäre echt ein Fall für die Ghostbusters. Ich bin auf dem Weg, Barry. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Du bist eh viel, viel weiter weg als ich. Und das Labyrinth. Links oder rechts? Links sieht scheiße aus. Ich geh mal nach rechts. Ja, ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Easy. Ah! Ah, ah, ah! Okay, da war ein Gegner, das sind Batterien. Kann ich da nicht einfach hochspringen und mich hochziehen oder so? Ah, Sackgasse! Ich hasse Irrgäten, wisst ihr das eigentlich? Don't trust Emil! Wer ist Emil? Ach, Hartmann! Emil Hartmann! Ja, den vertreibst du gesund. Wobei ich denke, dass der da oben jetzt eigentlich tot sein müsste, nachdem ihr da ein bisschen Körperkontakt mit der Dunkelheit hatte, wenn ihr wisst, was ich meine. Wake sieht die Bühne der Old Gods. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Okay, anscheinend gehen wir jetzt dann bald auf ein Konzert, so sich das anhört. Warum liegen Batterien und Revolvermunition und sogar ein Revolver in der Irrenanstalt rum? Wahrscheinlich, wenn die Patienten zu wild sind, dann muss man mit dem Revolver kommen. Hey! Was seid ihr für Lachgestalten? Lass mich mal nachladen hier, alles zu seiner Zeit. Komm her. Naja, auf mich zurennen wollen, ne? Na, so geht's nicht. Ich hab nur noch 11 Kugeln.
Das ist der richtige Weg. Jawohl! Auf Anhieb den richtigen Weg. Nur einmal verlaufen. Gott, bin ich gut. You get two bells in the morning and then you'll be nice and calm all day long. You get three bells in the evening. Das ist doch der Mr. Aufpasser. Nimm deine Tabletten und gib Ruhe. Wow! Was der Kack jetzt hier? Da hält der aus. Nächster. Ah! Killerraum vom Outer Space. Lasst mich ja in Ruhe. Das war so klar. Kaum drehe ich mich weg, dann kommen die Scheißviecher. Leuchtpistole. Ah, sind das schon wieder viele. Ah, ah, Licht mögt ihr nicht, ne? Ah, hab ich's richtig gehört. Jawohl, so muss das gehen. Warten, bis alle schön zusammen sind und dann eine Leuchtrakete reinpfeffern. So muss das sein. Gott, ist das eine riesige Anlage. Und ich glaube immer noch nicht, dass Alice tot ist. Rose ist mir egal. Ja, Schrotflinte im Psycho, in der Psychoanstalt, das ist ja geil. Jetzt wird's aber wild. Mott hat das Sagen. Knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Ich hätte jetzt sehr gerne meine Frau zurück, ja? Dann könnte ich wieder zurück nach New York gehen und mein Leben weiterführen. Ist das so viel verlangt? Das sieht ja interessant aus. Yo, der Gärtner. Wartet kurz, ich muss schnell nachladen. Ah, gerade wollte ich fragen, wo der andere Kerl hin ist. Bams. Ja, Alan, such doch mal einen Speedloader für den Revolver. Dann könntest du gleich in einer Sekunde 6 Schuss nachladen, ja? Aber nö. Leuchtfackel. Leuchtfackel ist nie schlecht. Schubkarren erwacht zum Leben. Au. Ja, das Ding hätte mir jetzt eigentlich alle Rippen gebrochen, aber egal. Verschwinde, Tor. Haha. So öffne ich auch jeden Tag Türen mit der Taschenlampe. Leuchte ich so lange an, bis sie verschwinden. Zumindest Dosen. Ich habe gerade 2 Kugeln an Dosen verschwendet. Und dann beschwere ich mich wieder, wenn ich keine Munition habe. Mhm. Aber da ist ja Gott sei Dank ein bisschen was drinnen. Da steht wieder was an der Wand. Emil made Tom do it.
wenn ich mich an den ganzen Namen erinnern würde, wer Tom ist. Also Emil war der verrückte Professor, der gesagt hat, deine Frau ist tot. Nimm deine Tabletten, du Sack. Au, ich hatte einen Push im Gesicht, ich hab's nicht gesehen. Au! What the? Who in the what and... Ouchie. Sie haben mir wehgetan. Nun gut, jetzt weiß ich ja, dass hier da kommt. Ja, diese Schnellen da, die halten nur zwei Schüsse auf statt drei. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich höre doch noch irgendwas. Ja, Krähen, warum auch nicht? Da vorne ist eine Kiste übrigens. Guck, Pfeil. Noch ein Pfeil. Leuchtpistole. Die könnte ich mal wieder durchladen. Zack. Man weiß nie, wann man es brauchen kann. Boah, wie das aussieht mit den ganzen Krähen da oben. Gruselig, gruselig, gruselig. Oh je, das hat schon wieder Leuchtfackeln. Und Munition und eine Thermosflasche. Mehr Munition. Würde mir das Spiel jetzt noch eine Minigun aushändigen, würde ich mich sehr, sehr sicher fühlen, ja. War ich da oben schon? Ah, Manuskriptseite. Wie dass ich es gerochen hätte. Hauptmann stellt Wake ruhig. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down. Give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he'd had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood and barely tasted it. Ja. Wir haben ihm schon einmal die Nase gebrochen in der Polizeistation, wenn ihr euch erinnert. Von dem her habe ich da keine Skrupel, es nochmal zu machen. Barry! Ich bin hier! You're alive! Natürlich! Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry! Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry! I'll find it! Don't worry about it! Beeil dich, Barry! Oh yeah. Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on Ein it! Angriff der Besessenen überleben. Au! Au! It's gotta be here! Just hang on! Er hat die Münze geguckt, der Idiot. Oh oh. I found it! I found it! Na, Barry, du machst mich fertig. Boah, da kommen noch welche. Here it is! Al, I found the key! Ja, mach die Tür auf! Al, please tell me we're headed for the nearest. You're now leaving Bright Falls. Come back soon, sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it.